Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sehr, sehr, sehr teure Schätzelein und zwar den von Dermalogica. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in diesen Adventskalender reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 249 Euro habe ich dafür geblecht. Das ist nicht wenig. Dermalogica ist aber auch eine sehr, sehr hochpreisige Marke. Der soll insgesamt einen Gesamtwert von 514 Euro haben. Ich habe den bestellt bei der Beauty-Manufaktur. Da habe ich euch auch schon mal ein Video zu irgendeinem Unboxing gedreht. Das kam so liebevoll verpackt hier an. Also das muss man wirklich sagen. Chapeau vor diesen Leuten, wie toll die das machen. Ich sehe auch öfters hier auf YouTube mal Werbung von denen. Also liebe Grüße gehen raus, definitiv. Auch richtig krasse Proben sind da dabei. Das sind richtige Goodies. Nun, hier haben wir einmal den Adventskalender. Sieht sehr, sehr schlicht, aber hübsch aus. Also auch mit diesen sehr minimalistischen Bäumen, die mich ein bisschen an den 24 Gute-Taten-Adventskalender erinnern, wo ich auch dieses Jahr übrigens Botschafterin sein darf. Und hier haben wir einmal das Schätzelein von innen. Es ist ein Boxen-Adventskalender, was mich sehr positiv stimmt. Und ich finde, ja, also das Silber mag ich sehr gerne, aber dieses aschige Petrol, sage ich mal, wirkt sehr edel, aber ich mag es lieber, wenn es halt richtig knatschgrün ist oder knatschrot. Was ich bei solchen Adventskalendern immer sehr, sehr wichtig finde, weil da geht es um Wirkstoffe, ne, ist, dass wir hier auch ein Begleitheft mit dabei haben, wo die einzelnen Produkte erklärt sind, wo man halt auch wirklich Infos bekommt, wie man das anwendet und so weiter, für welche Haut das geeignet ist. Das finde ich richtig, richtig gut. Gab es letztes Jahr auch schon. Darüber freue ich mich sehr. Genug der Disclaimer, wir starten mit der Nummer 1. Adventskalender ist jedenfalls von dem Inlay her super wieder zu befüllen, weil das hier einfach nicht gebrandet ist. Gut, von außen hast du das riesige Dermalogica draufstehen. Ne? Hier haben wir einen Pre-Cleanse drin mit 15 Millilitern und zwar ist das einfach ein Make-up-Entferner-Öl, den man als ersten Schritt vom Double Cleansing wahrscheinlich auch sehr gut verwenden kann. Ne? Und ich habe auch schon das ein oder andere aus dem Adventskalender vom letzten Jahr aufgebraucht und muss sagen, dass ich die Produkte auch sehr, sehr gut fand. Auch wenn ein Reiniger mit 15 Milliliter schon sehr, sehr wenig ist, aber für eine Reise ist es auf jeden Fall eine gute Sache oder um halt einfach zu gucken, ob einem das Produkt an und für sich gefällt. Ne? Dann habe ich hier den 2. Dezember in meinen Händen, das zweite Böckschen und da haben wir ein etwas größeres Produkt drin. Das ist der zweite Schritt vom Double Cleansing, das Special Cleansing Gel mit 50 Millilitern. Das ist auch so eine, ich glaube, Travel-Verkaufsgröße, die die so haben und ich recherchiere auch die Preise da bei denen im Online-Shop. Ne? Ich glaube, das wird hier auch gar nicht mal so wenig vom Wert her sein. Und ja, das finde ich auf jeden Fall gut. Vielleicht haben wir den Adventskalender auch wirklich so aufgebaut, wie man seine Skincare-Routine aufbaut. Denn die Reinigung ist ja auch immer so der erste Schritt von der Gesichtspflege. Das wäre mega schlau, finde ich. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Hier haben wir den Multi-Active Toner. Ey, ohne Witz, das haben die toll gemacht. Ich mag das, wenn Adventskalender Menschen mitdenken. Und so hast du wirklich jetzt auf jeden Fall bei den ersten drei Kläppchen, ne, das so aufgebaut, wie man ja normalerweise auch seine Gesichtspflegeroutine so hat. Ja, es sind nur 10 Milliliter. Das ist ein bisschen wenig. Und ja, aber Dermalogica ist super, super teuer. Ne? Dementsprechend ist es vielleicht okay. Ja, gutes Produkt. Das kann ich schon mal sagen. Hatte ich auch schon in Anwendung gehabt. Mag ich. Haben wir da irgendwelche krassen Ingredients oder so drin? Das kann das Heftchen mir ja verraten. Erfrischt und durchfeuchtet deine Haut nach der Doppelreinigung. Ja, siehst du wohl. Hier haben wir die Nummer 4. Nach einer erfolgreichen Gesichtsreinigung und Vorbereitung durch einen Toner, sodass dann ja auch die Wirkstoffe besser in die Haut einziehen können, würde meiner Meinung nach Serum sehr gut passen. Und hier haben wir auch das Circular Hydration Serum mit 3 Milliliter. Das ist wenig, ich weiß, aber es ist ein sehr, sehr, sehr teures Produkt. Ich muss es immer wieder erwähnen, ne? Aber es ist gut. Normalerweise ist meine Schmerzgrenze auch bei solchen Adventskalenderprodukten, gerade für den Preis, ne, 5 Milliliter, wenn ich auch von einem Serum spreche. Hier weiß ich aber, genauso wie wenn ich jetzt was von Clé de Peau oder ne, sonst irgendwelchen mega krass teuren Marken drin habe, dass ich hier trotzdem wertiges Produkt auch in den Händen halte und dass es auch eine Weile hält, wobei Hydration Serum meistens relativ schnell aufgebraucht ist. Aber trotzdem ist es schön, dass es so mit dabei ist. Dann schauen wir mal in den 5. Dezember, den Tag vor Nikolaus rein. Ich könnte mir noch ein Serum vorstellen, denn manchmal ist es wirklich so, gerade wenn ich Hyaluronseren verwende, dass ich das nochmal mit einem anderen Serum kombiniere. Und hier kommt die, Skin Smoothing Cream. Also ja, mit 7 Millilitern eine beruhigende Gesichtscreme, wo wir dann wahrscheinlich auch irgendwelche feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe drin haben, vielleicht Ceramide oder so. Urea, Vitamin C, Vitamin E, Traubenkernextrakt, Aloe, Gurke, ne? Also super beruhigend und auch das eine schöne Reisegröße. Zum 6. Dezember, Nikolaus, darf es aber gerne auch mal ein bisschen was mehr Größeres sein und ein bisschen ein Aufregung
aufregenderes Produkt, um das mal so zu sagen. Hier haben wir drin das Daily Microfoliant, das Brightening Rice Based Powder Exfoliant. 13 Gramm, da kommst du, glaube ich, auch wirklich eine Weile mit aus. Ne? Das dürfte so eine Art Puderpeeling sein, was man dann ja mit Wasser zusammen aufemulgiert, das hatte ich auch schon mal. Und das ist ein Puderpeeling auf Reisbasis, das jeden Tag angewendet werden kann. Das ist mit Enzymen, genau. Und ich persönlich verwende das in Kombination, nein, nicht in Kombination, ich doch in Kombination mit Ceramidserien danach, aber ich verwende das dienstags und freitags, also zweimal die Woche Enzympeeling. Kannst du ganzjährig anwenden und finde ich super. Also das ist auch eine gute, große Größe und richtig schön in dem Adventskalender aufgehoben. Hier steht, dass man einen halben Teelöffel pro Anwendung nehmen soll. Nimmt weniger, dann habt ihr da länger was von. Also mir reicht wirklich so ein ganz kleines Häufchen. So haben wir die ganzen alten abgestorbenen Hautschüppchen von unserem Gesicht entfernt und können am 7. Dezember ein Serum verwenden, ein weiteres Produkt verwenden und zwar Intensive Moisture Balance. 7 Milliliter sind hier drin. Da weiß ich noch nicht, was das ist, ob das ein Serum ist, ob das eine Creme ist. Das hier ist ein reichhaltiger Moisturizer. Okay, ja, mit Grünalgenextrakt, diesem Bio-Replenish-Komplex, Hyaluronsäure, Echinacea, Centella Asiatica. Das hört sich sehr gut an. Also das ist auch wirklich schön hautberuhigend und auch super in Kombination mit einem Enzympeeling, muss ich sagen. Weil ich als Mensch mit sensibler Haut definitiv auch nach einem Enzympeeling, was ja eigentlich sehr, sehr mild ist, nochmal etwas Hautberuhigendes brauche. Die Nummer 8 darf jetzt machen, dass es kracht. Mal gucken, ob es jetzt noch weiter kracht, weil es kracht ja schon die ganze Zeit. Sound Sleep Cocoon, 7 Milliliter. Das scheint mir auch eine Nachtcreme oder so zu sein, ne? Denn ein Enzympeeling macht man auch eher nachts, deswegen macht es definitiv Sinn. Was bist du? Ein transformatives Cremegel für die Nacht. Ja, das macht Sinn. Das ist gut. Das passt. In der Nummer 9 dürfen wir uns über etwas Riesiges freuen. Das ist nämlich nicht nur von der Verpackung her groß, sondern die ist auch ganz gut ausgefüllt. Da haben wir eine große Tube drin. Und zwar das Multivitamin Power Recovery Mask Produkt. 75 Milliliter aus der Age Smart Reihe. Da gibt es ja auch unterschiedliche Reihen. Ne? Je nachdem, für welchen Hauttypen und so weiter man das nehmen möchte. Das wird dann wahrscheinlich so in die Richtung Slow Aging gehen. Und das ist mit Vitamin A, C, E, Linolsäure und ja, das ist halt wirklich Slow Aging, genau. Das lässt du 10 bis 15 Minuten drauf und weil Vitamin A drin ist, also in die Vitamin A-Familie gehört ja Retinol, würde ich die auch wirklich eher abends verwenden, ne? Genau, aber schön, richtig groß. Und hier werden wir auch wahrscheinlich so ein paar Originalgrößen drin haben, wie das ja jedes Jahr der Fall ist, ne? Und ich denke, das gehört da auf jeden Fall mit dazu. Aber das in der 9? Hätte ich in der 6 gesehen. Wobei, da haben wir das Microfoliant. Vielleicht ist es auch eine Originalgröße. Mal sehen, wie es nun in der Nummer 10 weitergehen wird. Oh, hier ist auch was Kleines drin. Ist wahrscheinlich für die Augen, ne? Oder? Multivitamin Power Firm. Eine Firming Eye Cream, genau. Und hier sind 6 Milliliter drin. Das ist halt immer so die Sache, ne? Diese, auch die Augencremes und so, die sind schon sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Die erste Schnapszahl, Nummer 11, habe ich hier. Sehr leicht, ne? Auch ein sehr kleines Tüpfchen drin. Also es wären Kapazitäten für mehr gewesen. Oh, Super Rich Repair Nourishing Heavyweight Cream. Dynamic Skin 7 Milliliter. Also das ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme. Eher weniger geeignet für ölige Haut, Mischhaut, aber sehr gut geeignet für trockene Haut, sensible Haut. Finde ich gut. Jetzt werde ich heller. Danke. Meine Kamera kommt auf vieles aktuell nicht klar, vor allem auch nicht darauf, dass sie so hart frequentiert wird hier. Teilweise 4, 5 Videos am Tag. Ja, und wenn ich drehe, sind es halt mehr als 4, 5 Videos am Tag, ne? Halbzeit, die Nummer 12 halte ich jetzt hier in meinen Händen, auch sehr, sehr leicht. Ja, 3 Milliliter, ne? Dynamic Skin Retinol Serum, das ist aber sehr, sehr gut. Also mag ich auch, wobei ich sagen muss, wenn ich das halt auch für mich persönlich so vergleiche mit der Hautpflegemarke meines Vertrauens, was Dalton hier ist, würde ich eher zu Dalton tendieren. Ne? Einfach, weil das auch viel, viel günstiger ist. Trotzdem freue ich mich immer wieder, wenn ich von Dermalogica Produkte da habe, die ich dann auch einfach so ein bisschen in meine Hautpflegeroutine so als kleines Mini-Highlight einfließen lasse. Nachgekauft habe ich noch nie was, weil die immer so teuer waren. Aber ich glaube, da kommt halt auch dieser Adventskalender ganz gut, wenn man immer schon gesagt hat, Mensch, ich möchte die Marke ausprobieren für 249 Tacken. Es gibt irgendwie keine Rabattcodes oder so, habe ich gehört. Es gibt nur die Möglichkeit, sich zum Newsletter anzumelden, um 10% Rabatt zu kriegen. Yay! Ja, also erste Halbzeit, sehr schön. Sehr schöne Produkte, auch so aufeinander abgestimmt und diese, ne, diesen Flow da drin zu haben, das macht Spaß. Gucken wir mal weiter. Die Nummer 13. Dynamic Skin Recovery. Hatten wir das so ähnlich schon? Weiß ich nicht. Das hier ist aber der Lichtschutzfaktor 50. Oh, 7 Milliliter. Ja gut, ne, da hast du jetzt nicht so viel. Also da hast du ja nicht mal eine Woche was dran. Trotzdem, einfach um es mal auszuprobieren, ist es nicht verkehrt. Kann man machen und ich finde es immer schön, wenn Firmen so
in den Adventskalender auch Lichtschutzfaktor reinmachen, einfach um die Konsumenten daran zu erinnern. Lichtschutzfaktor ist ganzjährig wichtig, weil die Sonne ist quasi der Hauptfaktor für unsere Hautalterung. Der 14. Dezember ist ziemlich schwer. Dann schauen wir mal, was er so hergibt. Antioxidant Hydra Mist würde ich so als Toner, glaube ich, dann verwenden. 30 Milliliter haben wir hier drin. Und das ist auch aus dieser Age Smart Reihe, glaube ich. Hallo, Fokus, vielen Dank. Und so schaut das aus. Ich persönlich sprühe mir keinen Toner mehr so ins Gesicht, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn das auf meine Augenlider kommt, dass sie dann halt irritiert werden. Das heißt, ich gebe mir das auf die Hand oder auf ein Wattepad und tupfe das dann ganz leicht über mein Gesicht. Antioxidativer Schutz vor freien Radikalen ist es quasi. Mit weißem Tee, Süßholz, Beta-Glucan, Bambus und Erbsenextrakt. Interessant. Der 15. Dezember enthält eine Tube und zwar ein Special Cleansing Gel. Ja, das Gesicht wird auf jeden Fall schön gereinigt hier. Gentle Foaming Cleanser, den habe ich auch schon mal verwendet. 15 Milliliter sind hier drin. Und wie gesagt, Gesichtsreinigung ist super, super wichtig. Das darf man nicht vergessen. Und wenn man den Adventskalender auch im Advent auspackt, dann wirst du auch tatsächlich schon aus der 1 und 2 die Reinigungsprodukte safe zum Zeitpunkt des 15. Dezember aufgebraucht haben und brauchst Nachschub. Deswegen macht es schon Sinn. Ja. Schauen wir mal, was in dem 16. Dezember drin ist. Ich hätte mal wieder Bock auf mehr Serien. Ne? Also das ist immer so schön teuer und das verwende ich ganz gerne. Pro Collagen Banking Serum. Yo. Plumping and Preserving Serum mit 5 Millilitern. Erinnert von der Verpackung her auch so ein bisschen an Drunk Elephant, muss ich sagen. Ne? Da haben die ja auch immer diese zylindrischen und oben halt diesen kleinen Pumper. Ja, finde ich gut. Mag ich gerne. Und Collagen verwende ich auch sehr, sehr intensiv, weil das ja auch so ein bisschen aufpolstern wirkt. Wir sind am 17. Dezember schon angekommen und hier sind wir jetzt eine Woche vor Heiligabend mit einem großen Produkt unterwegs und zwar habe ich das Active Moist am Start, ein Prebiotic Moisturizer. Das sind 50 Milliliter, das ist schon mal richtig toll, dass wir ja einfach einen Moisturizer, also quasi eine leichte Gesichtscreme hier als Originalgröße wahrscheinlich auch drin haben. Ne? Das finde ich toll. Also das haben sie gut gemacht und auch in der Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, kommt das ganz gut. Doch. Schön. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und hier haben wir noch was zum Peelen drin. Ne? Das Daily Microfoliant, das ist nämlich ein bisschen anders als das Mikrofoliant. Das ist Mikro und nein, das ist das Milkfoliant. Das ist das Microfoliant und das ist das Milkfoliant. Ich glaube, das wirkt nämlich mit Milchsäure und dementsprechend ist es quasi noch eine Stufe über dem Microfoliant, weil das ist quasi nur Enzym und hier hast du auch noch Milchsäure mit dabei, was eine der leichtesten Säuren ist, eines der leichtesten chemischen Peelings, die man so hat. Also ich würde es jetzt, glaube ich, als PHA bezeichnen, nur halt in Pulverform. Calming Oat-Based Powder Exfoliant mit 4 Gramm. Auch mit dem Ding, du kommst da wirklich lange mit hin. Ne? Also teilt euch das auf mehrere Anwendungen auf, nehmt euch nicht einen halben Teelöffel, sondern einfach ein bisschen weniger und schäumt das ein bisschen mit Wasser auf und dann kriegt man das ganz gut hin. Meine Empfehlung. Hier habe ich jetzt den 19. Dezember. Ja, ich weiß, Firmen hören das auch nicht so gerne, wenn irgendwelche Influencer-Menschen irgendwelche Empfehlungen zu sparen von Produkt aussprechen, aber ich finde es halt wichtig, ne? Da habe ich das, die Stabilizing Repair Cream. Okay, mal wieder eine Gesichtscreme, hatten wir ja eben schon, ne? With Ceramide Building Complex und Ziza. Also du hast hier quasi Ceramide drin und Ziza mit am Start. Ultra Calming, also gut für sensible Haut. Mensch, 7 Milliliter und das ist eine sehr schöne Beruhigung eben nach dem Peeling. Finde ich klasse. Also sowas verwende ich auch für mich persönlich sehr, sehr gerne. Weil solche Gesichtscremes dann auch so ein bisschen die Schweiz sind. Du hast da nicht irgendwie noch extra Wirkstoffe drin. Die gebe ich mir nämlich gerne in Form von Seren oder Ampullen oder so auf. Ne? Oder in Kuren halt, Gesichtskuren. Hab dann quasi als Gesichtscreme immer etwas Beruhigendes, Chillendes, Basic-mäßiges. Der 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier haben wir auch wieder eine Tube drin und zwar mit dem Daily Glycolic Cleanser. Jetzt kommen sie nämlich Richtung Heiligabend so ein bisschen mehr in ihre Wirkstoffschiene rein. Brightening Cleanser mit 15 Millilitern. Also da hast du Glykolsäure drin, was ja AHA ist oder PHA, je nachdem wie stark das dann ja auch ist. Ne? Und Glykolsäure ist Fruchtsäure, also AHA. Ja. Und würde ich persönlich eher abends verwenden, würde ich nicht morgens anwenden, aber das ist halt eine Präferenzsache. Ich bin super sensibel von meinem Hauttypen halt her. Ne? Und ja, genau. Aber schön auf jeden Fall in der Winterzeit sowas anwenden zu können. Hat so eine leicht Anti-Age-Wirkung, so Slow-Aging. Ui, der 21. Dezember ist jetzt super leicht. Das ist was ganz Kleines drin, wahrscheinlich wieder für die Augen, war. Nee, ein Power Bright Dark Spot Serum und da sind 5 Milliliter drin. Das fühlte sich noch leichter, ehrlich gesagt, eben an. Ja gut, vielleicht sind da irgendwie Niacinamide oder sowas mit dabei. Was haben wir denn? 21. Ja, Niacinamide, dann Hexylresor
Retinol, ja genau, Oligopeptide, lichtdiffundierte Technologie und Shiitake-Mushroom, also Shiitake-Pilz haben wir hier mit dabei, für hyperpigmentierte Haut geeignet. Also wenn du halt wirklich Pigmentflecken hast oder so, kann man das eigentlich ganz gut verwenden. Jo, schön. Ich persönlich würde es halt nur nicht in Kombination zum Beispiel mit Vitamin C verwenden, also vielleicht Niacinamide dann abends verwenden und Vitamin C morgens, je nachdem wie man möchte. Hier habe ich die zweite und letzte Schnapszahl, die Nummer 22 in meinen Händen. Und hier haben wir drin, nein, verwendet das bitte nicht zusammen. Denn manchmal ist es so, je nachdem wie hoch die Wirkstoffe so konzentriert sind, ich habe mal ein Video gemacht über Wirkstoffe, ne, dass das nicht gut miteinander funktioniert, gerade wenn man sehr sensible Haut hat. Manche Häutchen vertragen das, wenn du dann eine ganz normale oder robuste Haut hast, easy, you do you, aber ich würde sensible Haut nicht empfehlen. Hier haben wir nämlich den Biolumin C Gel Moisturizer mit Vitamin C, das ist mit 15 Millilitern. Das Ding ist nämlich, dass du bei beiden halt so eine aufhellende Wirkung hast und dass die Haut dadurch einfach irritiert werden kann, wenn du zu viel Capitis gibst, wenn du zu viel von ihr verlangst. Und bei meiner Haut ist es so, dass sie dann einfach dicht macht. Sie sagt, nein, kriege ich Rötungen und ne, Unreinheiten und das will einfach dann nicht funktionieren. Und dann fragt man sich, was ist eigentlich los? Ich verwende doch so gute Sachen. Die Kombination, die macht es manchmal aus. Deswegen gerne sowas halt morgens verwenden in Kombination mit Lichtschutzfaktor und einem Hyaluronsäure-Serum. Aber abends dann ne, einfach ein bisschen Zeit dazwischen verstreichen lassen. Dann das Dark Spot und das nur morgens. Also gönnt eurer Haut mal ein bisschen Chillness. Mal gucken, was wir dann einen Tag vor Heiligabend machen dürfen. Also so ein bisschen Chili-Milli wäre jetzt mal angesagt. Ne? Hier haben wir eine kleine Sache drin. Ja, ich wollte schon sagen, eine Augencreme fehlt noch. Biolumin C, das Eye-Serum, das habe ich verwendet, das fand ich toll. 6 Milliliter sind hier drin und auch hier wieder eine Vitamin C, leicht aufhellende Wirkung. Augenschatten werden dadurch so ein bisschen gechillt und so. Für morgens super geeignet, um einen strahlenden Blick zu bekommen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. In der 24, also ich habe es hier noch nicht für mich stehen, aber was könnten die denn hier jetzt noch reinpacken? Also es muss auf jeden Fall eine Full-Size sein, weiß ich nicht. Also irgendein geiles Serum, aber wir hatten schon so viele verschiedene. Wir hatten Retinol, wir hatten Hyaluron, wir hatten Vitamin C. Mal gucken. Also es fühlt sich an wie eine Originalgröße hier zu Heiligabend. Okay, Biolumin C Serum, das ist das Brightening Vitamin C Serum mit 30 Millilitern. Ich gucke gerade. Nee, hatten wir doch noch nicht drin. Okay, ja, dann haben wir das hier in der Originalgröße drin. Hatten wir das nicht letztes Jahr auch in der 24? Das ist nicht sehr einfallsreich, aber ich glaube, viele stehen auf Vitamin C. Ich verwende auch ständig Vitamin C, weil ich es sehr, sehr gut finde. Und ja, hier haben wir es noch drin enthalten. Ich mag das auch ganz gerne, hatte es auch schon da und kann das auch wirklich empfehlen. Und das ist eine schöne 24, ne? Vor allem, dass man das auch als Reihe so dabei hat, dass du dann quasi den Moisturizer, das Serum und die Augencreme hast. Wäre für meine Haut ganz persönlich bewertet. Zu viel Vitamin C, also ich würde eins davon dann immer verwenden. Aber ansonsten, du hast hier ja mit dem Adventskalender eine große bunte Auswahl und einen schönen Einblick ins Sortiment. Ob man dafür wirklich 249 Euro bezahlen möchte, beziehungsweise wenn man ne, sich beim Newsletter anmeldet, 10% weniger, ist jedem selbst überlassen. Ich bin dafür da, um Adventskalender vorzustellen und dann quasi ja so ein bisschen zu bewerten. Ja, es sind, wie gesagt, kleine Produkte hier drin, aber es ist eine sehr hochpreisige Marke und ich glaube auch, dass wir hier einen derben Warenwert bekommen und wir bekommen auch wirklich schöne Produkte. Du hast ja auch gut was für dein Geld gekriegt und kannst auch intensiv mal die Produkte ausprobieren. Manche mehr intensiv, manche weniger intensiv. Aber ich glaube, dass wenn man den Adventskalender sich bestellt oder verschenkt und die Person das so austestet und sich auch so ein bisschen an diese Infos aus dem Heft hält, wie man das so anzuwenden hat oder auch so ein bisschen generell auf seinen eigenen Hauttypen achtet, dass man sehr, sehr stark von den Produkten angefixt werden könnte, sodass man animiert werden könnte, sich einiges davon nachkaufen zu wollen. Denn die Sachen sind wirklich gut. Ne? Das sage ich einfach so aus meinen persönlichen Erfahrungen raus. Das ist wirklich schön, was man hier so bekommt. Und ich finde auch tatsächlich cool, dass wir auch dieses Enzympeeling so in so einer großen Geschichte mit dabei haben, dass hier so eine komplette Skincare-Routine auf meinem Tisch steht, sogar mehrere und ich glaube, fast jeder Hauttyp kann diesen Adventskalender auch verwenden. Wie findet ihr den Adventskalender? Schreibt eure Meinung super gerne in die Kommentare und da können wir uns gerne austauschen. Ja, dann wäre es hier schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.